Ja, herzlich willkommen zu Weinzeit Schweich Meets. Heute, wie man erkennen kann, nicht in Schweich. Dafür gar nicht so weit weg in Törnich, beim Weingut Ludwig. Und ich darf mit dem Thomas hier sitzen. Und es reicht der Vorrede. Und ich würde den Staffelstab übergeben und du stellst am besten dich und dein Weingut einmal vor. Okay, dann nehme ich das Holz an. ja, mein Name ist Thomas Ludwig vom Weingut Ludwig hier in Törnich, wie schon erwähnt. Ja, bis zum letzten Jahr hat das Weingut unter Gebrüder Ludwig firmiert. War eine Geschichte aus der Nachkriegszeit und irgendwann wurde uns das jetzt dann zu viel mit einer Geschichte von vor 70 Jahren erklärt, die dann auch nicht den Inhalt hat. Deshalb haben wir dann irgendwann gesagt, wir lassen Gebrüder weg. Hat auch den Hintergrund, wenn man heute so bei Google mal Ludwig und Wein eingibt, dann kommt eigentlich nicht mehr so viel. Das war früher anders gewesen. Und ja, dann haben wir gedacht, wenn wir schon mehr oder weniger an einem Alleinstellungspunkt haben mit Ludwig, dann können wir den auch größer rausarbeiten, auch im Etikett und auf dem ganzen Layout haben wir das jetzt halt komplett neu und größer rausgestellt und haben dann somit die Gebrüder einfach mal sein lassen. Aber so viel zur Namensgebung. ja, Weingut hier in Törnich, wie gesagt, unser Leib- und Magenweinberg ist natürlich die Törnicher Ritsch, was soll ich als Törnicher anders sagen, aber es ist natürlich auch ein Weinberg, der nicht nur vom Äußeren, sondern auch von dem, was rauskommt, extrem markant ist und einfach ein USP an sich hier an der Mittelmosel darstellt. Ja, als Schweicher guckt man auch, also man guckt ein bisschen neidisch drauf, aber wir haben ja zum Glück noch den Annaberg, wo wir dann auch nicht anders können, als den immer wieder in den Fokus rücken. Aber natürlich war schon jeder von uns auch mal in der Ritsch, im Klettersteig zumindest, und hat gemerkt, Ritsch heißt auch extrem steil. Ja, dem ist so. Also wir erwähnen es gerade den Annaberg, ja. Ist natürlich auch ein markantes Ding an sich, vor allen Dingen mit dem Rotschiefer drin. Ist ja halt auch weintechnisch dann ein Punkt für sich, aber wir haben eigentlich einen ähnlichen Punkt hier. Weil wenn wir uns hier so die anderen Lagen angucken, die sind eigentlich alle konkav, also das heißt, die Sonne knallt rein. Die Ritsch ist eine konvexe Lage, wird von beiden Seiten umwindet, was meiner Ansicht nach deutlich den Charakter der ganzen Geschichte prägt, weil wir halt einfach schon ein bisschen kühler unterwegs sind. Also von oben kommt halt die Kalbach und von vorne haben wir die Luft von der Mosel oder das auf jeden Fall keine Verengung, keine Sonne, die nur reinknallt. Dann kommt halt dazu, wenn man sich die Ritsch im Profil anschaut, vielleicht nachher mal irgendwo ja, ein bisschen draufhalten. Einblenden, genau. Genau. Dann sieht man halt schon, da sind überall so Felsformationen drin. Das ist halt sehr markant für die Ritsch. Es gibt eigentlich kaum Boden da drin. Es gibt halt primär Schiefer und das in Form von Steinen. Rebe muss also, Klassiker, ganz tief nach unten gehen. Und das ist halt alte Regel, je weniger Boden oben ist, desto mineralischer werden halt die Weintöne. Und das in Verbindung mit diesem etwas kühleren von außen gibt halt schon eine sehr extrem mineralisch geprägte, eher kühlere Weintypen. Bei uns ganz interessant, weil wir haben Ritsch und Bruderschaft und es ist immer wieder wunderschön, die Ritsch mit der Bruderschaft zu vergleichen. Was jetzt wer besser findet, das muss ist jedem selbst überlassen. Aber es gibt halt einen ganz signifikanten Unterschied zwischen kühl, mineralisch und das andere ist halt schon eher sehr fruchtig und halt auch mineralisch, aber anders. Was, genau, weil ein guter da, Punkt dabei ist. Erstmal ja, was, genau. Wenn wir schon bei Ritsch sind, wenn wir auch sind, dann schon mal zum Wohnen und vielen Dank. Einmal Ritsch. Ja, das ist jetzt Ritsch 21, feinherb. Ja. Nee, ich habe 21, ich denke, ich gerade, das ist doch gerade 21. 20. Das ist 20, genau. Ja, aber trotzdem, Ritsch feinherb haben wir im letzten Jahr neu gemacht. Wir haben in den letzten Jahren mit Flurbereinigung in der Ritsch und auch ansonsten ist relativ stark verändert im weinbaulichen Bereich, haben in der Ritsch einiges an Flächen dazu bekommen. Okay. Wir können jetzt da auch unser Portfolio ein bisschen ausbauen. Deshalb gibt es jetzt relativ neu, also seit letztem Jahr, einen Feinherben aus der Ritsch, was ja, vorher eher trocken oder dann fruchtsüß war, aber jetzt können wir da ein bisschen mehr machen. Ja. Und das würdest du jetzt sagen, so der hier, ich bin ja immer der Verkoster und der Laie, aber für dich typisch Ritsch, also mineralisch hätte ich das auch geschmeckt. Genau. Das ist ein klassischer Törnischer Ritsch Riesling. Ja, würde ich jetzt schon sagen. Ist so eine subtile Fruchtigkeit ist ja drin, okay. Das ist eigentlich immer so. Wir haben in der Ritsch nie so einen lauten Früchtekorb von Anfang an. Ist halt logischerweise spontan vergoren, was wir bei den Lagenweinen, wenn es denn irgendwo vernünftig machbar ist, immer machen. Und ja, dann haben wir sowieso nicht dieses Fruchtkorbmäßige drin, ja. Aber das bringt die Ritsch eigentlich als Lage eh nicht. Und dann geht es halt in diesen, ja, teils rauchig, teils ein bisschen kräutrigen, mineralischen Teil rein. Das ist eigentlich sehr markant für die Ritsch.
Ich habe mich ja wie immer mal so ein bisschen vorbereitet oder zumindest mal versucht vorzubereiten. Du hast gerade den Keller schon kurz angesprochen. Also wie hast du gesagt, soweit es geht, spontan vergoren. Wenn du uns einmal mit in den Keller nimmst, in eure Kellerwirtschaft, wie wird der Wein gemacht? Ja, also da ist dann, glaube ich, auch so ein Klassiker, dass wir am liebsten mit guten Trauben arbeiten und dann im Keller eigentlich nur noch erhalten wollen. Also es geht logischerweise erstmal darum, dass wir Top-Qualität aus den Wingerten kriegen. Ja. Danach wird bei uns sehr schonend die Trauben gemahlen. In einer, ist halt State of the Art heutzutage in der Tankpresse. Mhm. Abgepresst, teils mit Maischestandzeit, je nach Jahrgang, je nach Temperatur. Und ja, das, was man im Herbst dann einfach so eine kleine Eimer 1, wo man einfach sagt, das machen wir jetzt und das machen wir nicht. Dann geht es in den Keller, da wird ganz klassisch abgeklärt, vorgeklärt per Sedimentation. Ist mir nach wie vor das liebste Verfahren, weil wir einfach wenig Einfluss nehmen. Mhm. Ja, und dann wird es danach einfach sich selbst mit spundvollen Tank sich selbst überlassen, dass es spontan angehen soll. Meistens gehen die, wir sind bei uns sehr trockenlastig, by the way, im Betrieb. So circa 80% findet im trockenen, feinherben Bereich oder trockenen, feinherben zusammen sogar noch ein bisschen mehr. Die gehen aber meistens als Spontis nicht durch. Und da bin ich jetzt auch nicht so dogmatisch, dass ich sage, da darf man gar nichts dran machen. Dann gibt es danach eine Sekthefe drauf, die dann einfach aus Zucker noch Alkohol macht. Dass wir es halt vernünftig trocken durchkriegen. Wir hatten letztens, waren wir bei einem Kollegen von dir gewesen, der hatte noch die Grabkerzen im Keller stehen. Kommen Sie auch noch zum punktuellen Tatsächlich auf Rat einer sehr netten Kollegin mal gemacht. Ja. Hat jetzt aber nicht so wirklich gefruchtet. So viel Technik ist dann auch schon da, dass wir dann halt per Tank, per Doppelmantel nochmal wärmen können. Aber erfahrungsgemäß ist es sinnvoller, dann irgendwann die Reinzuchthefe draufzugeben. Ich habe ja dann meine Spontanflore gehabt, habe meine meine Aromatik von der Spontigärung da und nachher wird halt aus Zucker Alkohol gemacht. Das ist, glaube ich, ein sehr gängiges Verfahren. Ja. Ich finde es auch nicht verwerflich. Ja, ist ja auch, also ist für uns ja auch immer so der Ansporn gewesen, ich hatte es dir eben nochmal gesagt im Vorgespräch, mit den Leuten zu reden über diese Themen, die das halt jeden Tag machen. Und man läuft ja oft rum oder liest und hört und auch spontan vergoren, aber in der Praxis finde ich dann immer interessant, auch mit euch Winzern zu reden, wie wird das dann wirklich gemacht oder wie macht ihr es jetzt hier im Haus Ludwig, weil anderes viel Theorie und gehört aber auch die Praxis dazu. Ja, ich halte jetzt auch nichts davon, die Leute für dumm verkaufen zu wollen und dann irgendwelche Sachen, die ich mir so geträumt habe oder die dann lehrbuchmäßig so sein sollten. Es passiert bei uns nichts, was man nicht erzählen darf oder kann und von daher kann man da sehr offen und vernünftig drüber reden. Das ist mir immer lieber, als irgendeinen Blödsinn zu erzählen. Das ist schön, weil wie gesagt, das sind so ein paar von den Dingen, nicht aufräumen wollen, wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich finde immer schön, mit euch ganz normal locker reden zu können und ihr den Leuten dann auch erklärt, warum die Dinge eben manchmal so sind oder eben auch nicht. Aber wir sind ja eigentlich heute, wir sind immer hier wegen Wein, aber wir sind auch wegen einem ganz speziellen Thema heute hier bei dir. Und du hast schon ein paar Dinge so ein bisschen angetippt, du hast über die Handarbeit gesprochen, du hast über den Boden und das Traubenmaterial gesprochen. Und zum ersten Mal in dieser ganzen Reihe habe ich zwei Zettel. Mhm. Normal habe ich immer nur eins. Okay. Und gibt's? Ja, was gibt's? Du bist schuld, beziehungsweise ihr seid der Grund, was es gibt. Nämlich es gibt die Maxime Herkunft Mosel. Okay. Ja. Da habe ich doch was in der Zeitung gelesen und diesen einen Mann, der sieht da ziemlich ähnlich, der hier auf dem Foto abgedruckt war. Was? So, hat glaube ich sogar dasselbe Shirt. Hat dasselbe Shirt? Cool. Ja. Maxime Herkunft Mosel, was hat es damit auf sich? Maxime Herkunft Mosel, eigentlich ein schönes Thema. Das ist bei mir eigentlich auch so ein Leib- und Magenthema. Ich kann jetzt den ganz großen Bogen spannen. Also ich habe irgendwann mal angefangen, mich ein bisschen für Weinbaupolitik zu interessieren. Und zwar kam 2008 das Thema neues Weinbezeichnungsrecht auf. Und dann habe ich damals mit den Leuten aus dem Weinbauverband, da sagte heutige Weinbaupräsident zu mir, Thomas, dann guck doch einfach, dass du den törlichen Ortsvorsitz übernimmst und dann bist du bei uns dabei und dann gucken wir mal, wie wir da weiterkommen. Okay. So, und jetzt finde ich das Thema, ich war halt selbst irgendwann eine Zeit lang in Frankreich und habe dann irgendwo mich da so relativ reingearbeitet. So blöd, wie man das am Anfang findet und wenn man es dann irgendwann mal kapiert hat, sagt man eigentlich, das ist ein ziemlich geiles System.
Und jetzt ist es zufällig so, dass die EU uns dieses System halt auch übergestülpt hat, so wie es viele Kollegen oftmals sehen. Ich finde es ein gutes Ding, weil warum soll Deutschland ein eigenes Rheinrecht haben, was mit den anderen gar nichts zu tun hat? Also war ich eigentlich vom ersten Tag Feuer und Flamme, dass man dieses neue Bezeichnungsrecht hier umsetzt. Ja. Sind auch erst 14 Jahre her, seitdem ist eigentlich nicht so viel passiert. Ja, und jetzt ist es zweimal politisch, oder wir haben es politisch, ist es eigentlich inzwischen geregelt. Aber es wird einfach nach wie vor nicht wirklich konsequent umgesetzt. Man hat nach wie vor irgendwelche Schonfristen und Übergangszeiten. Ich habe jetzt letztens einen Artikel gesehen, dass man überhaupt noch gar nicht diese neuen GU-Bezeichnungen einfach so verwenden darf, ohne die alten noch dazu zu machen, okay, um das ganze Thema noch ein bisschen komplizierter zu machen. Also es ist halt echt viel, viel Wirrwarr. Ja. Und ich habe mich dann im Weinbauverband irgendwie sehr früh mehr dafür eingesetzt und war auch dafür, dass man da relativ konsequent dran geht. Ist aber logischerweise nicht so einfach. Ich kann das auch für gewisse Kreise von Kollegen nachvollziehen, dass die nicht auf alles Bock haben, was dann vor allen Dingen auch Ertragsbeschränkungen und so weiter eingeht. Aber für uns ist halt Ziel, dass man irgendwann klare Kante zeigt, dass man sagt, Mosel hat ein Profil, die Profilweine oder die charakteristischen Weine von der Mosel sollen halt auch ein Profil erfüllen und sollen halt irgendwo leicht wiedererkennbar sein, möglichst mit 1-2 Begriffen. So, und das finde ich, man merkt, wir leben auf dem Land. Ja, ich denke halt, weil es ist für mich nach wie vor, das habe ich glaube ich schon 130.000 Mal gesagt, der größte Nicht-Einkaufsgrund für deutschen Wein ist, dass die Leute einfach nicht das wiederfinden, was sie irgendwo mal gemeint haben, gekauft zu haben. Okay. Dann haben sie mal ein Kabinett gekauft, da war das Kerner-Kabinett halbtrocken, der vom Flur kam und irgendwo vielleicht noch eher süß war als nett und so weiter und so fort. Das sind halt Bezeichnungen, ich finde es too much. Mhm. Jetzt kann ich Kollegen nachvollziehen, die dann sagen, Moment mal, wir verdienen aber unser Geld damit, aber Profil ist für mich anders. Profil heißt, ich habe ja den Artikel gelesen und einiges kam mir so ein bisschen bekannt vor, aus dem, du korrigierst mich immer, wenn ich Blödsinn erzähle, aus dem VDP-Bereich, nämlich diese, um das zu vereinfachen oder auf den Punkt, auf das Konzept zu bringen, reden wir über Guts-, Orts- und Lagenwein. Das ist Kern dieser, das ist erstmal Kern der Geschichte. Ja. Also wenn wir jetzt das nochmal ein bisschen den Bogen spannen, also wir haben das ja im Endeffekt von Kollegen aus Rheinhessen mehr oder weniger übernommen, was hier an der Mosel auch nicht jeder gut findet, aber wir haben uns da auch nicht lumpen lassen, wir haben es auch nicht 1-1 übernommen. Wir haben uns irgendwann mit den Kollegen zusammengesetzt aus Rheinhessen, haben gesagt, wir finden eure Herangehensweise an dieses Bezeichnungsrecht ziemlich gut. Und das fanden die gut, dass wir das wiederum gut finden. Ja, und dann hatten wir so ein Thema, das nennt sich Mythos Mosel. Und dann haben wir das so einfach im Endeffekt ausgetauscht. Die machen jetzt Mythos Mosel auf Rheinhessisch und wir machen Maxime Rheinhessen an der Mosel. Win-win-Situation. Aber jeweils halt adaptiert. Und wir haben dann halt diese Geschichten, von denen, weite Teile haben wir übernommen. Andere haben wir aber halt auch so adaptiert, dass es für uns halt Sinn macht. Ja. Also Gutswein, Ortswein, Lagewein ist im Endeffekt das, was das neue Weinbezeichnungsrecht, was seit letztem Jahr übrigens in Kraft ist, was aber immer noch keiner weiß, aber gut, uns eigentlich vorgibt. Okay. So, und wie diese Sachen jetzt mit Leben gefüllt werden, also gibt es dann halt einen äußeren Rahmen vom Weingesetz her und diesen Rahmen können unsere Regionen, die Schutzgemeinschaften im Endeffekt mit Leben füllen. So, Schutzgemeinschaft ist jetzt für viele auch ein böses Wort. Das ist im Endeffekt die Interessensvertretung aller Winzer der jeweiligen Region. Also es gibt es an der Mosel, gibt es in Rheinhessen, gibt es in der Pfalz, gibt es in jeder Region jetzt. Und die übernehmen im Endeffekt das Ruder, um diese Geschichten mit Leben zu füllen. Und da muss aber ein Konsens herrschen. Okay. Und jetzt ist die Schutzgemeinschaft so besetzt, es sind 6 Winzervertreter drin, es sind 3 Kellereivertreter drin und 1 Vertreter von Genossenschaften. Okay. Und jede Partei an sich hat ein Vetorecht. Also so gut Deutsch kann ein Mensch allein, nämlich der Genossenschaftsvertreter, wenn der sagt, das habe ich jetzt keinen Bock drauf, dann kann der eigentlich alles blockieren, was in irgendeiner Form damit Leben gefüllt werden soll. Und das ist für uns einfach, ohne jetzt da irgendeinem nahe treten zu wollen oder auf die Nerven gehen zu wollen, aber es ist meiner Ansicht nach ein Konstrukt, was keine Lösungen herbeiführen kann, die wir für vernünftig erachten würden, sagen wir mal so. Ja. Und deshalb haben wir halt gesagt, es ist eigentlich ganz sinnvoll, jetzt
Das ist dann immer unser Thema, den roten Faden auf den Tisch zu legen und sagen, das ist unser Verständnis dafür. Das ist auch alles jetzt nicht an Haaren herbeigezogen, das machen andere Regionen sehr erfolgreich so. Und wie gesagt, wir haben das in Teilen übernommen, teilweise haben wir es adaptiert, können wir auch nachher nochmal genauer darauf eingehen. Und ja, da ist es jetzt einfach so, wo die Leute mal sehen, was wir machen. Du hast einen schönen Zeitungsartikel da. Setzt sich der eine oder andere auch mal intensiver auseinander damit. Haben vorher die Leute nur wenig getan, weil es einfach für die ganz weit weg war. Und jetzt kommen die Kollegen auch auf uns zu, meistens sehr friedfertig und sagen, Leute, das finden wir gut oder das finden wir vielleicht auch jetzt nicht so gut, weil halt natürlich Einschnitte dabei sind, was jetzt einen Höchstertrag angeht, was Rebsorten bezeichnen oder Bestimmungen angeht. Aber die Leute, das merkt man jetzt, fangen jetzt an, sich damit auseinanderzusetzen. Und das war genau unser Ziel, dass einfach auch die Kollegen einfach mal sagen, Moment mal, in die Richtung geht das, haben wir uns bis jetzt eigentlich nicht wirklich viele Gedanken drum gemacht. Ja, ich hatte, also das Interessante oder der Aufhänger für mich war natürlich, kommen wir gleich noch auf die Details, was an Arbeit im Weinberg und anderen Dingen da dazugehört. Aber allein diese Bezeichnung von Guts-, Orts- und Lagenwein, die ist mir jetzt in dieser kleinen Reihe, ist sie mir begegnet, mal ist sie mir nicht begegnet. Ich hatte auch schon Etiketten, da mussten wir uns gemeinsam mit dem Winzer erstmal durcharbeiten. Ne? Da kannst du auch anfangen, Riesling, Feinherb, dann irgendwie die Lagenbezeichnung, dann noch ein Zusatz, alte Reben und so weiter und so. Gab es also beides parallel, aber viele hatten ja auch schon dieses Konstrukt angelegt, um auch zu sagen, so ein Gutswein, das spiegelt den Stil, die Handschrift des Winzers, des Weinguts wider. Das ist ein Gutswein. Ja, also so, wenn man dieses ganze Bezeichnungsrecht jetzt mal vom Grund auf nimmt, es gibt einen einzigen Satz, der da drüber steht und der eigentlich alles relativ simpel beschreibt. Je enger die Herkunft eines Weines auf dem Etikett gefasst ist, desto höher die Qualität. So, okay. Wer jetzt da irgendwo ein bisschen perplex ist, ganz einfach. Ich gehe in den Supermarkt, hole mir einen Tetrapack, da steht drauf Wein aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union. Das ist die weiteste Fassung einer Herkunft, die in Europa zulässig ist. Okay. Kostet 69 Cent, ballert aber. Ne? Mhm. Und das ist halt auch Wein. Ja, so, und dann gehe ich an den gleichen Laden, dann gucke ich, dann habe ich irgendwann einen Vin de Pays de France oder einen französischen oder deutschen Landwein, wie auch immer. Und deutschen Wein heißt es dann eigentlich nach neuer Bezeichnung, kostet 1,20, 1,40 oder was auch immer. Ist auch nicht wirklich so, dass die meisten damit Spaß haben würden, aber ist schon mal besser als das Tetrapack und wir haben eine engere Fassung. Ja. Und dann fängt eigentlich diese Pyramide bei uns erst an, weil dann geht es in die Region rein. Die nächste engere Fassung ist die Region, bei uns Mosel. Und das sind bei uns die Gutsweine, die sind dann halt nicht näher gefasst. Da steht nur Mosel drauf als Herkunft. Dann kommen die Ortsweine, wo dann der Ort mit draufsteht. Ja. Da drauf liegen halt natürlich immer Einschränkungen von Rebsorten und auch von den Erträgen, von Höchsterträgen. Weil halt einfach, es soll mehr Wein im Glas sein und das soll für den Verbraucher auch nachvollziehbar sein. Und dann die kleinstmögliche Fassung, die wir haben können am Etikett, ist die Einzellage. Das sind dann die Lagenweine und damit sind wir in der Spitze der Pyramide. Dann werden wir auch in der Thörnischer Ritsch. Genau, wenn du das jetzt genau angucken möchtest, hast du hier, da steht der Thörnischer Ritsch drauf. Ja. Hier haben wir unsere die kleine Pyramide drauf und da steht dann auch Lagenwein drauf. Das ist dann die Spitze der Pyramide. So, und das gilt bei uns oder allgemein für den trockenen und feinherben Bereich. Was wir jetzt dann adaptiert haben ist oder erstmal formuliert haben, ist der restsüße Bereich. Der hat für die Mosel ja dann doch eine große Bewandtnis und das war den Rheinhessen furchtbar egal. Die haben das überhaupt gar nicht thematisiert. Ja. Wir haben das bei uns jetzt mit die reingenommen. Spätlesen also. Genau, das Kabinett Spätlese, Auslese, Bärenauslese sind immer Riesling, sind möglichst aus. Wir haben es so formuliert, weil wir noch natürlich einen Teil haben an der südlichen Weinmosel und einen Teil mit anderen Böden, dass es nicht unbedingt Schiefer sein muss, sondern halt die regionaltypischen Terroirs. Das ist so unsere Formulierung dabei. Und die tragen dann weiter, auch wie es hier im Artikel steht, dass es immer noch eine Spätlese. Das ist dann bei euch im Haus eine Riesling-Spätlese. Von mir aus der Thörnischer. Genau. Also das ist für mich sowieso logisch, dass ich diese Prädikate nur im steilen Bereich machen kann. Weil wenn ich jetzt eine Spätlese habe mit 70, 80 Gramm Restsüße und habe da aber keinen mineralischen Gegenpart dazu, dann kann ich das auch sein lassen. Ja. Dann wird es einfach boring und das brauche ich auch nicht vom Müller-Thurgau zu machen oder vom Weißburgunder. Das ist Riesling. Für mich ist das oder für uns relativ und ganz klar.
ja, auch da, das sieht nicht jeder so, aber ich bin für mich überzeugt der Meinung, dass ich jetzt vom Kerner, vom Müller-Thurgau diese Sachen nicht brauche. Mhm. Weltruf haben von der Mosel die Sachen, die halt aus Steillagen bzw. aus markanten Lagen kommen und wo Riesling drin ist. Ja. Alle anderen haben das nicht geschafft. Eben, also für, sag mal, für unser kleines Format, für unsere Themen, finde ich da jetzt eine Sache wieder, beziehungsweise wird da noch eine Frage draus machen, nämlich der Ursprung unserer Idee war ja eigentlich die Schweizer Chronik, in der wir dann geblättert haben in der Corona-Zeit und festgestellt haben, oh, es gibt so viele Gewannnamen noch innerhalb des Schweizer Annaberts, wo wir dann gesehen haben, die hatten tolle Namen, der steile Hasenpfad und wie auch immer. Da haben wir mit dem Kollegen Bernhard Werner auch lang drüber philosophiert. So kann ich mir vorstellen. Ja, das war sehr interessant. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gucken, denn wir haben auch hier auf der anderen Straßenseite ja deinen Kollegen Thul, der einen, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, einen Wein, glaube ich, aus dem Riola Eselsfad macht. Genau. Da wird sich, also ich verstehe, und das war ja auch immer schön in den Interviews zu hören, je enger es wird, desto besonderer wird es natürlich. Würdest du oder gibt dieses Konstrukt die Möglichkeit, auf die Ridge noch eins draufzusetzen? Wie den Eselsfad jetzt in Riola, kann ich noch tiefer gehen? Wir haben ja diese alten Gewannbezeichnungen drin. Ja. Also wir haben jetzt, der Juppi hat sich das auch schon schützen lassen oder eintragen lassen. Schneidersberg ist halt eine davon. Wir haben eine, das ist ganz vorne im Berg, das nennt sich Hoberg oder im Spalier, das ist bei uns der markanteste Wingert. Das ist eigentlich so der große Gewächs, der GG-Wingert. Das große Gewächs thront natürlich da auch nochmal so über allem drüber. Und da können wir in die Gewanne reingehen, was wir wahrscheinlich auch teilweise jetzt spielen werden. Ich habe es eben schon mal angedeutet, wir haben jetzt in der Flurbereitung ganz viel neu gepflanzt oder neu angelegt. Und da haben wir jetzt, ist es schon so, dass diese einzelnen Untergewanne teilweise charakterlich extrem unterschiedlich sind. Und das wird, glaube ich, für uns ein schönes Spielchen, dann zu sagen, dann machst du da noch ein großes Gewächs und da noch eine schöne Geschichte. Das wären dann die Idee ist definitiv da. Die Idee ist da. Das wären dann auch aus deiner Sicht, diese Gewanne wären dann die GGs. Von der Bezeichnung würde es Sinn machen, in die GGs. Dann mit der ganzen, in der Spitze nochmal in die Spitze zu gehen und zu sagen, das ist... Die Spitze in der Spitze sind die GGs, die sind ja quasi auch so definiert. Ja, da ist dann halt, wenn man, du hast eben VDP angesprochen, da gibt es dann halt teilweise auch ein bisschen Debatten, wie man diese Sachen jetzt umsetzt. Ich für meinen Teil bin da eher pragmatischer und denke halt mal, es muss halt irgendwann für die Leute auch noch nachvollziehbar sein. Weil es ist halt schon so, die Törnicher Ridge, Gott sei Dank, ist irgendwo wieder da. Wir haben ja jetzt einige Kollegen, ob das hinten der Julian ist, der Chris Löwen ist sehr engagiert, da der Tobi Lorenz inzwischen, der Michel Scholtes, der Juppi, ich. Also wir haben jetzt wieder einige Vertreter, die richtig Bock haben, diese Ridge auch mit ihrem Charakter nochmal rauszuhauen. Das war nicht immer so gewesen in den letzten 50 Jahren. Und da wäre für mich, oder das ist für mich das Hauptanliegen, dass wir die Ridge einfach mal wieder unter die Leute bringen und auf die Weinkarten dieser Welt bringen und die Leute einfach die Ridge als markantes Thema wieder kennenlernen. Die Gewannengeschichten sind natürlich Sachen, die musst du halt dann deinen Leuten auch erklären. Ja. Das ist nun mal halt so, aber auch das kann ja Spaß machen, wenn du dann für die Freakshow dann nochmal einen raushauen kannst. Und es ist ja schon, es wird ja dann auch teilweise echt einzigartig. Ja. Genau das wäre jetzt, jetzt bin ich auch angefixt davon, jetzt ist wieder soweit. Du hast jetzt ein bisschen humoristisch die Freakshow genannt. Ich spanne mal einen ganz kleinen Bogen. Wir hatten ein Gespräch mit der Eva Lehnhardt aus Mering. Und sie hat gemeinsam mit ihrem Bruder ein Projekt, oder ist ein Projekt angegangen, nämlich im Lyatt. Ist ja auch VDP große Lage durch Nick Weiss ja dann auch promoted worden, der ja da auch seine Weine macht, andere Winzer auch. So, und jetzt sagt die Eva, wir machen das Projekt, wir pflanzen da an, wir rekultivieren, wir machen da nochmal Wingerten hin. Sie möchte dann aber auch, das hat sie dann auch erklärt für alle, die sich das nochmal angucken wollen in dem Gespräch, ich will die auch als Lyatt natürlich vermarkten. So, da sind wir ja schon wieder Meringer Plattenberg. Jetzt, wenn man so will, Lyatt nochmal ein spezieller Teil. Und jetzt tritt die Eva ja quasi in die Konkurrenz, sage ich mal, zum Nick Weiss und auch anderen. Siehst du da irgendwie ein Problem, wenn jetzt jeder ein Lyatt macht oder jeder innerhalb der Ridge nochmal anfängt, zu unterteilen, oder sagst du, das ist doch gerade die Freakshow, das Geile daran, dass du sagen kannst, probier den mal und dann probier mal drei Wingerten und daneben, der schmeckt anders.
Also wir reden jetzt quasi über die Nische in der Nische. Die Nische in der Nische, genau. So, und, oder ist das Spinnerei? Nee, ich finde es eigentlich ganz schön, weil das ist ja das Schöne, was wir an der Mosel haben. Wir haben eine extreme Individualität drin. Wir haben viele kleine Winzer. Inzwischen haben wir sehr viele kleine, sehr gute Winzer, die auch das Zeug dazu haben, dann so Sachen rauszuarbeiten, die da auch Bock drauf haben. Ich glaube, wenn jetzt Nick fragen würdest, ob er ein Problem damit hat. Nee, wenn hat er, ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, er findet das geil. Hat er mit Sicherheit nicht. Und auch andere, es ist doch schön, wenn andere Leute das gleiche Thema spielen. Wie gesagt, ich könnte jetzt auch sagen, ich will eine Monopollage Ritsch haben oder was auch immer. Nein, es ist doch super und das ist ja das, wo wir uns auch für einsetzen hier mit unserer Moslinger Truppe und was mir auch privat großes Anliegen ist, dass wir aus diesem Kämmerchen rauskommen und sagen, ich mache das und ich bin der Moselaner und was auch immer. Wir sind alle Mosel und wenn wir da irgendwo zusammen auftreten nach außen, auch ob das mit Törnicher Ritsch ist oder bei Mythos Mosel, wo dann 120 Schweingüter an einem Strang ziehen, das ist für mich eigentlich das, was wir hier leben, noch stärker leben sollten und was jetzt Gott sei Dank echt in den letzten 10 Jahren richtig gut vorangegangen ist. Und das gilt auch für die Vermarktung dieser Lagen. Also für uns als Wein, für mich Weintrinker, ich fahre da voll drauf ab, das sage ich auch ganz ehrlich, weil ich das faszinierend finde, dann mit euch sprechen zu können und du in der Weinprobe den Gästen erläutern kannst, welche Einzigartigkeit in der und dieser Lage oder sogar diesem Gewand steckt und welches Potenzial eben auch in den verschiedenen Lagen, was eben die Bruderschaft genannt, du hast jetzt die Ritsch, da nochmal für meine Gewissensberuhigung, aber auch dafür, dass wir nochmal sagen können, das fing bei uns in den ersten Gesprächen in Schweich an, das ist beim Bernhard Werner irgendwann auch kumuliert in einem sehr ausführlichen Plädoyer nochmal für die Lagen, deswegen auch die Frage mal an dich, du hast jetzt mal eben 50 Jahre so grob zurückgeblickt auf die Ritsch und ihre Wahrnehmung nach außen, hast du generell, ich sag jetzt mal von Schweich, nehmen wir mal die Trittheimer Apotheke aus, den Eindruck, dass er wirklich eine Zeit lang im Dornröschenschlaf lag, auch der Plattenberg, der Zellerberg, oder sagst du, nee, das war immer schon bekannt oder bewusst oder ist das auch so ein bisschen unterm Radar geflogen? Naja, ich kann es jetzt so von mir aus sagen. Ich bin jetzt so 20 Jahre irgendwo hier im Betrieb drin und habe dann irgendwann angefangen, bin auf irgendwelche Messen gefahren, habe dann Ritsch dabei gehabt, weil Ritsch natürlich für mich immer schon wichtig war. Und dann gab es dann öfter mal den älteren Herrn, wo du weißt, der trinkt nicht erst seit 20 Jahren Wein. Ach, da ist ja mal wieder einer mit Törnicher Ritsch. Okay. Das haben wir so lange nicht gesehen. Jetzt war so, ohne jetzt hier irgendeinem zu nahe treten zu wollen, aber man hat ich mache es jetzt mal ein Beispiel von der Ritsch weiter fest, in der Ritsch irgendwann gesagt, im 60er, 70er Jahre Thema, wir machen auch da Menge. So. Man hat ja, war ja halt diese Masse statt Klasse Zeit und da hat man da auch Klone reingesetzt, die dann möglichst große und viele Trauben produzieren. Und das ist halt in so einem fragilen Gebilde wie der Ritsch relativ tödlich. Dann wird es nämlich einfach nicht mehr nicht gut, sondern es wird dann auch mitunter schon mal schlecht. So, und es gab es tatsächlich in den 60er, 70er, 80er Jahren. Vorher, muss man vielleicht irgendwo mal dazu sagen, waren 7 oder 8 Weingüter in Törnich. Im Bernkastner Ring, also im damals kleinen Ring. So, einer nach dem anderen ist dann rausgegangen, aber da muss man für so ein kleines Nest, und das war einfach nur auf der Törnicher Ritsch gegründet. So, und dann ist einer nach dem anderen ist dann raus aus irgendwelchen Gründen. Und man hat halt tatsächlich in dieser Lage auf Masse gemacht, was halt komplett nur in die Hose gehen kann. So, und deshalb habe ich das eben schon mal gesagt, ich bin jetzt heilfroh, dass wir wirklich wieder eine ganze Riege an auch jüngeren Leuten haben, die einfach wieder Bock darauf haben, den Charakter von dieser Lage rauszuarbeiten. Und ich sehe das ja auch jetzt bei Eva zum Beispiel in Mehring oder bei anderen, wo halt einfach jetzt wieder unsere oder die nochmal jüngere Generation jetzt ankommt und sagt, nee, das ist, wenn wir diese Lagen erhalten wollen, das ist übrigens auch für mich ein ganz wichtiges Thema bei dieser ganzen Maxime-Geschichte zur Erhaltung der Steillagen. Ich weiß auch, dass da andere Meinungen gibt, aber ich denke mal, wir kriegen die Steillagen zumindest im Ansatz damit erhalten, dass wir sie nach außen stellen, dass wir sie verstärkt nach außen tragen und dass wir sie als Aushängeschilder für die Region und für unsere Weine sehen. Und das machst du am besten, indem du sie halt nicht x-beliebig verwässerst, sondern indem du halt wirklich sagst, Lagen, Wein, Törnischer Ritsch steht nur auf dem Wein drauf, der halt auch wirklich Törnischer Ritsch kann. Und da kannst du eben auch, und das ist ja sowohl für Einheimische als auch für Gäste, ich finde es immer toll zu sehen, du sitzt wir nehmen ein Flasch Wein mit, setzen es unten an die Mosel und du zeigst auf die Ritsch und sagst mir,
da habe ich gestanden und da ist dieser Wein gewachsen, da wurde er begleitet über das Jahr, da habe ich ihn gelesen und letztendlich trinken wir den dann aus der Flasche, gerade diesen Wein. Und nicht, wie du eben sagtest, im Tetrapack aus vielen europäischen Ländern das gemischt. Das ist halt der Punkt, absolut ein Thema und wir sind ja Gott sei Dank inzwischen hier so aufgestellt, auch touristisch, dass hier mehr und mehr die Leute kommen und wir sind jetzt auch hier in Törnich, sind wir dabei, dass wir so einen beschilderten Wanderweg dann auch machen. Ja, lass doch die Leute da reinlaufen, lass sie das selbst erleben und dann können die dann abends hier sitzen, dann können die sagen, da sind wir durch, dann kannst du dann sagen, genau da ist der Wein. Ja, die Leute kriegen einfach einen anderen Bezug dazu und die wollen das ja heute auch erleben. Ja. Du erreichst natürlich nicht alle damit, aber du erreichst einige und die Leute, die wirklich Bock auf dieses Thema haben, nochmal jetzt dann auch diese Einzelweinberge, diese Gewandgeschichten, genau diese Storys wollen die hören, weil sie vielleicht auch gerade selbst erleben. Klar, und sowas kannst du eben auch als Gast zu Hause immer gut erzählen. Also das bleibt im Gedächtnis, wenn du wirklich mal da hochgelaufen bist. Ja klar, die Leute kriegen ja einfach den Bezug dazu und werden dann auch zu Hause weitererzählen und sagen, ey, das war so toll in der Ritsch oder im Annaberg oder im Plattenberg. Und ja, das sind Storys, die können wir hier spielen, die können andere Regionen verdammt nochmal gar nicht so gut spielen wie wir, weil sie einfach diese spektakulären Lagen nicht haben. Und das ist halt der USP, den wir haben und den sollten wir möglichst kommunizieren. Und das erleben lassen auch. Das ist noch wichtiger. Weil so versteht man dann auch diesen Zeitungsartikel, dass hinter dieser, wie hast du gesagt, klare Kante, roter Faden, auch dieser ideelle Wunsch, nicht, also du lebst davon, das ist dein Geschäft, aber du hast ja auch einen Bezug zu deiner Heimat, zu Ritsch und zu dem Ganzen, dass die Leute davon auch erzählen und das weitertragen und nicht nur sagen, ah ja, da Ludwig habe ich getrunken, weiß ich gar nicht mehr, wo der her ist. Ja. Sondern da soll die Geschichte soll hängen bleiben. Das ist jetzt macht durchaus Sinn, dass da auch was mit verbunden ist, klar. Du hast gerade Steillage gesagt, ich auf meinem anderen Zettel, ich brauche ihn schon gar nicht mehr, weil ich glaube, da stand irgendwo Handmade. Da stand Handmade und da war ein Foto von euch, glaube ich, in der Ritsch im Steilhang. Also Thema Handarbeit, Thema Steillagen erhalten. Wir hatten mit Kollegen von dir gesprochen, die sagen wir, zweischneidiges Schwert, ein bisschen übertrieben, aber die haben argumentiert, natürlich ist die Vorlese, das ist vieles Handarbeit, aber Thema erhalten, denkst du, böse gemeint, nur mit Maxime Herkunft, mit Marketing kriegen wir die erhalten oder müssen wir auch auf Technik in den Steillagen setzen, dass wir sagen, es gibt mittlerweile die Technik, um sie auch maschinell zu bewirtschaften oder ist das für dich ein Tabu, wo du sagst, da gehen wir nur mit der Hand rein? Nee, gar kein Tabu. Also wir müssen ja auch gucken, dass wir in irgendeiner Form konkurrenzfähig bleiben. Jetzt ist es einfach so, Produktion in der Steillage kostet, sagen wir mal mindestens das Dreifache, ohne jetzt da allzu deutlich werden zu wollen, aber es ist einfach so, dass es verdammt viel teurer ist und verdammt viel aufwendiger ist. So, und also müssen wir irgendwo gucken, dass wir da vernünftig produzieren können. Zum vernünftigen Produzieren gehört auch Technik heutzutage. Also wir haben es jetzt bei uns in der Flurbereinigung so gemacht, dass wir quasi komplett unsere Besitztümer in der Ritsch mechanisieren können. Wir haben mit den Nachbarn zusammen ein Raupensystem, wo wir komplett inzwischen mechanisieren können, bis auf die Ernte. Steillagen, Vollernte wird deine nächste Frage sein. War ich irgendwann schon mal gefragt worden, habe ich mich nicht so positiv ausgedrückt. Ja. Da werden wir aber einfach sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin jetzt heilfroh bei uns. Wir haben jetzt, wie gesagt, weite Teile bei uns da neu angelegt. Die sind jetzt wieder im Ertrag. Und letztes Jahr, deshalb bin ich so happy mit dem 21er bei uns, können wir auch gleich mal noch was probieren von, konnten wir dann halt in dieser absurd steilen Ritsch teilweise, konnten wir halt Handlese selektieren, dass du einfach durchgegangen bist, du hast dann deinen Flachbogen, dann kannst du einfach sagen, die Träubchen nehmen wir jetzt raus und die nehmen wir nicht raus. Und das gehört halt dazu. Also, wie gesagt, mit der Raupe kannst du halt die Vorbereitung machen, bei der Ernte kannst du dann halt noch Handarbeit, komplett Handarbeit bei uns. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich werde mich da nicht dagegen komplett wehren, aber wir haben im Moment ein super Team, auch in der Ernte, muss man dazu sagen, da macht das auch Spaß und die verstehen dann auch, was wir haben wollen oder was wir ernten wollen. Das gehört dann dazu und wie gesagt, Technik, ja, wo sie einsetzbar ist, vernünftig. Wir haben in der Flurbereinigung, habe ich die ganze Zeit und immer gesagt, alles, was wir mechanisieren können in der Ritsch, sollten wir mechanisierbar machen. Da war jetzt auch nicht jeder der Meinung, da gibt es auch Betriebe, die das nicht gemacht haben. Die machen auch so tolle Weine teilweise, aber
ich weiß ja, dass wir irgendwann mit der Zeit gehen müssen und vernünftig produzieren müssen, sonst klappt es halt irgendwann nicht mehr. Und dieses, was du jetzt am Ende so als klappt dann irgendwann nicht mehr bezeichnest, würde ja in der extremen Konsequenz ja auch für die Einheimischen, aber auch für die Gäste bedeuten, dass Flächen in Steinheim nicht mehr bewirtschaftet werden können, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ja. Und die dann im schlimmsten Fall brach fallen. Und so seid ihr auch Landschaftspfleger, sozusagen, ohne euch. Sieht ja, wir haben bescheiden aus. Also wir müssen leider Gottes dafür nicht so weit gucken, um eine brache Steillage zu sehen, die gar keine schlechte Lage ist. Das haben wir hier in Ensch nebendran. Eigentlich ein guter Berg, aber das ist jetzt auch dann irgendwo in einem Prozess von 30, 40 Jahren, wo das peu à peu weggefallen ist, ist natürlich heute wäre ein Heidenaufwand. Und da bin ich heilfroh, dass wir die Ritsch bis jetzt dafür bewahren konnten. Wir haben jetzt in der Ritsch auch in der Flurbereinigung so aufgeräumt, dass die Parzellen von der Größe, vom Zuschnitt her bewirtschaftbar sind. Es sind eigentlich nur noch engagierte Kollegen drin, die wirklich auch Bock drauf haben. Ja. Deshalb sind wir da jetzt erstmal, glaube ich, safe. Weil wenn da mal Ecken, nennenswerte Ecken brach fallen würden, der Ritsch, dann ist es echt ein Drama. Ja. Haben wir jetzt hier bei anderen Steillagen, die dann auch nicht vielleicht ganz so namhaft sind, ist einfach schon vieles weggefallen. Und ja, wenn dann einer eine Brache neben sich hat, entweder nimmt er sie mit und macht sie selber oder er legt seinen irgendwann auf kurz oder lang auch brach. Und dann fängt das Spielchen halt an und das wollen wir alle, glaube ich, nicht haben. Ja, das wollen wir nicht, weil dann ist der. Erstmal ist es nicht schön, aber das ist ja auch eine, wir hatten schon mit anderen drüber gesprochen, es ist ja nicht einfach nur grün, sondern es ist ja eine Kulturlandschaft und der Weinbau und die Steillagen gehören ja an die Mosel. Und das wäre einfach nicht unser Berg oder unsere Mosel, wenn da nicht. Wollen wir auch in der Ritsch bleiben? Und wenn wir bleiben schon, der Ritsch treu. Wenn wir schon über die Nische in der Nische, in der Nische philosophieren, dann können wir uns auch das große Gewächs einfach mal vielen Dank einpfeifen oder gönnen, wie auch immer. Bisschen, ne? Jetzt habe ich gedacht, jetzt werden wir das ganz würdig begehen und dann sagst du hier reinfallen. Da muss auch der nötige Humor muss da immer noch dabei sein. Vielen Dank zum Wohl. Ey, jetzt wird es halt schon jetzt was ziemlich trocken, würzig. Aber Mineral, also richtig. Das ist der Handwerk. Bitte? Also natürlich ist das auch Handwerk. Das aber ist so der einzige Wingert, den wir jetzt haben. Wo noch wirklich so richtig uralte Knüppel drin stehen, das sind so bis 100 Jahre alte Wurzeln, echte Reben. Und die haben so einen Durchschnitt oder einer Tracht, da kommen irgendwie so 25 Hektoliter Hektar raus, maximal. Aber das ist dann natürlich extrem dicht, hat so eine subtile Würzigkeit dann mit drin. Ja, das ist halt, was wirklich dann nur in diesen Lagen möglich ist und das ist das, wofür wir im Endeffekt den Spaß auch machen. Ja. Weil du es jetzt, jetzt gerade sagst, das geht nur, oder so etwas wächst nur in solchen Lagen, das wäre ja auch dann wieder aus Kundensicht, aus meiner Meinung nach, das Argument zu sagen, ich habe heute eine Feierlichkeit, ich habe ein tolles Essen, ich greife jetzt mal genau zu solchen Weinen, ich habe den Anlass dafür, aber ich kann auch den. Hier hat jetzt letztens ein Winzerkollege gesagt, Everyday Drinking, da kann ich auch auf einen ganz soliden Gutswein oder Ortswein zurückgreifen. Und das macht es jetzt ja, für mich, aber hoffentlich dann auch für eure Kunden, einfach zu sagen, in der Spitze sind die besonderen Sachen und darunter Hitze, Terrassenwein genau. Und dann Spaß haben. So sieht's aus. Und wie jetzt nochmal zu dem Thema, dann Sortimentsstruktur bei uns. Wir haben halt Premium-Bereich Ritsch. Vorne, also alles, was besüdet ist, da machen wir unsere Lagenweine bzw. respektive EGs. Mhm. Da wachsen dann aber auch Auslesen, Spätlesen und so weiter, was wir dann vorlesen gehen bzw. nachlesen, je nach Jahrgang. Das ist ja manchmal so rum und manchmal so rum. Und dann haben wir in den Seitenbereichen, wo man, wenn man die Kalbach oben hochfährt, dann dreht das so irgendwann Richtung West, Südwest ab die Ritsch und da machen wir unsere Ortsweine. Das haben wir jetzt mit der Flurbereinigung geschafft. Dass wir die Ortsweine dann auch schon vom Schiefer haben, aber da wird es halt nicht ganz so markant. Du hast aber dieses modentypisch mineralische drin, vom Schiefer her. Diese Westlagen sind auch inzwischen weinbaulich eigentlich wieder sehr attraktiv geworden, im Zuge Klimaerwärmung und so weiter. Und dann haben wir hier in der Ebene noch Weinberg, was wir hier hinten sind. Ja, da sind wir schon sehen. Ja. Genau, da viel, haben wir Weinberg. Die gehören Gott sei Dank nicht alle uns.
Wir machen da komplett unsere Basisproduktion. Also alles, was nicht Riesling ist, Weißburgunder, Grauburgunder, Sauvignon Blanc, gibt es immer als Gutswein trocken. Gutsweine sind bei uns immer nur trocken, okay, ohne Ausnahme. Dann haben wir, ja, was haben wir? Genau, die Rebsorten-Sachen. Ja. Die Ortsweine wachsen halt in den Seitenteilen von den Steillagen und die Lagenweine logischerweise vorne. Und die Fruchtsüßen, also Prädikate, sind immer fruchtsüß bei uns, gibt es nicht anders. Ja. Spätlese trocken gibt es nicht, Spätlese Freitag auch nicht. Spätlese ist für mich halt markantes Ding, 60 Gramm Restlese plus, haben wir auch jetzt tatsächlich in den Maxime-Statuten so definiert. Mhm. Und ja, die wachsen logischerweise immer nur im Steilhang. Im Steilhang haben wir auch sonst nichts stehen, da gibt es nur Riesling. Gibt's nur Riesling. Ja. Da würde auch hin. Jo. Dann eben. Ja, ein GG, ich habe mal wieder die Ehre, GG 220, Rich. Und du hast eben so die Idee, eine Sache noch gestreift, die für die Zuseher, die hatten wir bisher noch nie so prominent, außer doch einmal beim Kanzlerhof haben wir lang auch drüber philosophiert, Bernkasteler Ring. Ja. Weil, kannst gerne, also bitte erklären, was der Bernkasteler Ring ist, aber vielleicht kannst du ein bisschen einbetten in diese Maxime Mosel-Geschichte, weil da bin ich ehrlich, da habe ich irgendwann den Überblick verloren, was ist der Bernkasteler Ring und wie wirken VDP, Bernkasteler Ring, Maxime Herkunft, wie wirkt das zusammen? Das wird jetzt kompliziert. Aber also, dafür sind wir ja beim Fachmann. Es sind tatsächlich drei unterschiedliche Vereinigungen, die komplett autark agieren. Also wir sind Mitglied im Bernkasteler Ring. Bernkasteler Ring, in Kürze erklärt, existiert seit 1899, ist somit die älteste Weinversteigerungsgesellschaft Deutschlands. Da sagt der VDP immer, das kann eigentlich nicht sein, aber ist tatsächlich so. Also der Bernkasteler Ring ist älter. Wir sind im Bernkasteler Ring seit 2014 Mitglied. Der Ring hat heute, ich glaube, so 32 Mitglieder, haben jetzt noch ein paar junge Betriebe aufgenommen. Und ja, machen halt diese Weinversteigerung, machen ansonsten repräsentative Aufgaben nach außen. Ist halt ein Zusammenschluss von wirklich sehr guten, hauptsächlich Riesling-Erzeuger. Man darf auch andere Sachen erzeugen, aber der Riesling steht halt bei Bernkasteler Ring deutlich im Vordergrund, was natürlich für die Region auch sehr wichtig ist. Der VDP ist relativ ähnlich gestrickt, war früher der große Ring, der Bernkasteler Ring war der kleine Ring und dann wurde irgendwann aus dem großen Ring der VDP, aus dem kleinen Ring wurde der Bernkasteler Ring. Ja, aber all in all ist das jetzt nicht so viel unterschiedlicher. Jetzt kann man sagen, der VDP ist prominenter besetzt, was in Teilen auch so ist, aber ich würde jetzt auch mal sagen, wir müssen uns jetzt da auch nicht verstecken. Wir haben halt auch sehr namhafte Markus Molitor, Karl Löwen und so weiter, sind halt auch Bernkasteler Ringweingüter. Ja, also das ist jetzt auch nicht so ganz unprominent besetzt. So, und dann gibt es die Maxime. Die haben wir jetzt erst ganz frisch gegründet. So, für uns war es natürlich wichtig, dass wir vom VDP wenigstens Rückendeckung haben. Klar, ja. Hat der VDP uns auch zugesichert. Die stehen da komplett dahinter. Wir sind aber da im Moment noch klären, wie da eine Zusammenarbeit weiter aussehen kann. Wäre natürlich, also weil der VDP hat im Endeffekt die Statuten des VDP sind fast deckungsgleich mit unseren. So, und jetzt sagen die VDP-Weingüter, aber wir dürfen satzungsmäßig eigentlich gar nicht Mitglied woanders sein. Wenn wir im VDP sind, dürfen wir nicht in einer weiteren Vereinigung dieser Art drin sein. Da sind wir noch ein bisschen mit denen am Sprechen, ob wir da, aber das wäre natürlich für die Außenwirkung, für die Maxime-Geschichte eine super Geschichte. Wie gesagt, die unterstützen das, aber da wäre uns natürlich ein bisschen offiziellere Zusammenarbeit noch lieber. Kann ja noch werden. Was wir dann vielleicht das Thema, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, der vierte Club sind dann die Moseljünger. Und ja, wir haben halt irgendwann, es gab 2013 so einen tollen Zeitungsartikel, der war überschrieben mit der Schönheit wohnt der Schrecken inne. Hast du okay, den habe ich nicht hier zufällig. Musst du dir unbedingt besorgen, okay, ganz toll. Schön, ja, ist der Schönheit, kannst du heute noch googeln, findest du mit Sicherheit nochmal. Okay. War von Jakob Strobel-Isserra in der FAZ. Mhm. Die Schönheit war die Mosel, der Schrecken war der Moselaner. Es war relativ verheerend geschrieben. Ich habe damals gesagt, boah, das ist scharfer Tobak. Und meine Frau sagte, Tom, eigentlich steht da genau das drin, worüber du dich jeden Tag aufregst. Okay. Ja, also es wurde halt, sind halt einige Sachen nicht umgesetzt worden. Wir haben dann irgendwann als Moseljünger gedacht, wir sollten reagieren, aber nicht in Form einer Beschwerde oder in Form von was auch immer, sondern mit Humor. Ja.
So, und dann haben wir halt irgendwo gesagt, es muss ja möglich sein, dass der VDP da irgendwo mit zu integrieren ist, auch der Bernkaster Ring. Es ist uns einfach furchtbar egal, welche Vereinigung jetzt, es geht um die Leute, ja. Dass man einfach sagt, lass uns da irgendwo für die Mosel was zusammen machen. Daraus ist im Endeffekt dann nach ein bisschen hin und her, ist Mythos Mosel entstanden, unsere heute sehr beliebte Verkostungsringe, der Runde. Und da ist halt bei den Moseljüngern einfach auch der Gedanke, es ist dann relativ egal, in welcher Vereinigung du bist. Hauptsache, das Weingut versucht, sich in irgendeiner Form mit für die Region einzusetzen. Das finde ich in dem Bereich eigentlich in der Kommunikation nach außen sinnvoll und wichtig. Und ich glaube auch, da gibt es eine schöne Außenwirkung bei den Leuten, die jetzt zum Beispiel bei Mythos sind oder was auch immer, die dann sagen, hey, cool, dass ihr auch jetzt mit den Kollegen da nebeneinander steht, dass man sich zusammen präsentiert, abends auch nochmal zusammensitzt und so weiter. Also das Schiff zusammenfährt, genau, wie ich gehört habe. Genau, das war eine ganz, ganz tolle Aktion. Ja, da ist halt irgendwo echt viel Schönes passiert und da ist es mir dann auch relativ egal, wer wo, weil im Endeffekt agieren wir alle relativ ähnlich. Das lässt sich nicht immer ganz einfach in Regeln fassen. Deshalb hat der ein oder andere, was Maxine angeht, im Moment noch ein Problemchen. Aber das ist der eben genannte rote Faden. Ich glaube mal, wenn wir in 3-4 Jahren nochmal rekapitulieren und einfach gucken, was ist jetzt passiert, werden sich viele da annähern, weil sie sich jetzt einfach mehr damit auseinandersetzen. So, wenn du es jetzt nochmal erklärt hast, sag mal, ist für mich der rote Faden klar. Es geht um die Mosel, geht um den Weinbau, geht um den Wein, um Qualität, um Spitzenqualität, ja letztendlich auch um das Tolle, was wir hier haben. Das habe ich verstanden. Aber Verständnisfrage zum Abschluss dieses Themas. Klar, Bernkasteler Ring kommt mit jeder rein, VDP logischerweise auch nicht. Aber Maxime Herkunft, diejenige, die diese Statuten akzeptiert, ist willkommen oder gibt es da auch andere Aufnahmekriterien, um bei Maxime mitzuwirken? Also wir haben jetzt erstmal eine erste Runde gemacht, haben auch den einen oder anderen oder mal rund gefragt und sind jetzt 32 Mitglieder, die drin sind. Und sind uns jetzt noch nicht so ganz schlüssig. Aber wir haben gesagt, erstmal ist das abgeschlossen. Wir müssen uns erstmal, wir sind jetzt erstmal Amtsgericht, Eintragung ist jetzt erfolgt. Aber so die ganzen kleinen juristischen Spielereien sind wir jetzt erstmal intern am Regeln mit diesen 32 Mitgliedern. Und ich denke mal, wir werden uns jetzt ein Jahr Künstlerpause geben und mit Sicherheit werden Anfragen kommen und die werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Welle irgendwann bearbeiten, sodass dann Betriebe wieder reinkommen können. Es wird so sein, dass da schon auch Weinqualität abgecheckt wird und Weinqualität vorhanden sein soll und dass die Leute halt auch willens sind, diese Statuten halt nicht direkt irgendwo zu hintergehen, sondern einfach auch zu sagen, ey, Moment mal, das hat hier Hand und Fuß und das wollen wir auch und wir stehen da auch dahinter. Aber all in all ist das relativ eine offene Geschichte. Okay. Man muss kein Bernkasteler Ring sein, um bei Maxime reinzukommen. Nein. Ja, also das. Das ist überhaupt gar nicht so. Wie gesagt, ist halt, wir haben ja inzwischen, das ist das Schöne an der Mosel, dass wir, ich würde sagen, so viele wirklich gute Produzenten haben wie noch nie. Also die Leute, die heute noch Weinbau an der Mosel machen, die mit 25 oder was auch immer in Geisenheim fertig sind oder was auch immer gemacht haben, die haben Bock drauf und die wollen halt die allermeisten dann auch sagen, wir definieren uns über Qualität. Was ja nicht immer so war, wie wir schon festgestellt haben. Und ich glaube, da ist die Dichte heute so groß, wie es noch nie war, an wirklich jung geführten, guten Betrieben. Und da sind wir natürlich dann auch offen, klar. Ja, dann werden wir also als, ich nehme nochmal die Perspektive ein, die ich immer gerne einnehme als Weintrinker. Demnächst, du hast eben das Supermarkt oder ganz am Anfang vom Supermarktregal gesprochen. Wir werden dann auch mit der Maxime eine weitere Möglichkeit als Konsument haben zu sagen, die Maxime Winzer stehen hinter diesen und jenen Qualitätsstandards und da kannst du bedenkenlos zugreifen. Das ist halt, wäre natürlich die schönste Lösung, dass dann irgendwann das Maxime Logo auch als Qualitätslogo steht. Und die Leute deshalb auch so übrigens waren. Diese Zusammenarbeit mit Rheinhessen. Das Logo ist das gleiche. Ja. Wir haben jetzt nur, heißt es bei denen Maxime Herkunft Rheinhessen und bei uns logischerweise. Ja, das brauchen wir jetzt glaube ich nicht weiter erläutern, aber das ist eigentlich so ein Gedanke, dass wir uns wünschen, dass vielleicht auch andere Regionen da noch mitmachen und dass wir wirklich dieses Maxime-Logo irgendwann als Qualitätslogo
Dann habe ich richtig verstanden. Maxime ist Maxime Herkunft Rheinhessen. Maxime Herkunft Mosel. Pfalz. Genau. A gibt es noch nicht. Gibt es noch nicht. Noch nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass da was passiert. Dann lass uns doch nochmal eine Sache noch bearbeiten. Und wir kommen nämlich dann zurück zum Wein. Ich muss nochmal den Zeitungsartikel hier bemühen, weil eine Sache, die ja sicherlich auch nicht so ganz unkritisch ist, aber die sicherlich einen Grund hat, den du uns erläutern kannst, ist, in diesem Zeitungsartikel über Maxime Herkunft und über eure Statuten fällt ein, zwei Mal fällt der 1. September. Sprich, die Vermarktung von gewissen Weinen darf erst zu einem gewissen Datum erfolgen. Warum, wieso erst ab September oder? Das ist im Endeffekt das, was es bei den großen Gewächsen gibt. Mhm. Das wird auch im Weingesetz, ist das eigentlich verankert. Okay. Große Gewächse sind ja jetzt offen. Bis dato war es immer so, dass nur VDP und Berchtesgadener das machen durften. Darf jetzt eigentlich jeder machen. Man muss sich an gewisse Statuten halten, die nicht so stringent sind, wie sie in Berchtesgadener und im VDP sind. Das ist, finde ich jetzt nicht immer schön, aber es ist dann halt so. Ja. Aber der 1. September als Vermarktungszeitpunkt ist auch da schon festgelegt. Ist wirklich im Gesetz so festgelegt worden. Und da haben wir uns jetzt gesagt, das war jetzt aber auch ein Thema, was die Rheinhessen schon vorgegeben hatten, ist aber auch nicht ganz neu in der Weinwelt. Gibt es in anderen Regionen auch, dass man halt einfach den Premium-Qualitäten Zeit gibt. Es ist ja schon so ein Trend, der Wein muss immer frischer, immer jünger sein. Am besten hast du zu Weihnachten schon den vom aktuellen Jahrgang drin. So, aber ein guter Wein, und davon gehen wir bei großen Gewächsen und auch bei den Lagenweinen aus, der soll Zeit haben, der soll seine Zeit auf der Hefe haben, der soll seine Reifung drin haben. Das ist der Background zu diesem 1. September bei den Lagenweinen. Wie gesagt, das haben wir alles gar nicht neu erfunden. Ja. Das ist viel Copy and Paste dabei. Was aber halt auch, wir müssen ja nicht alles neu lernen. Es ist an der Mosel ja nicht alles anders, als es in anderen Regionen ist. Und von daher kann man da auch einfach gucken, wie andere agieren und die das erfolgreich seit teilweise zig oder hunderten Jahren machen. Deswegen jetzt einfach mal in dem Themenfeld klar verstanden. Reifung auf der Flasche. Pragmatisch gefragt, vor diesem ganzen Maxime-Thema, du hast das Weingesetz ja angesprochen, aber im Hause Ludwig wurde das sowieso schon so gemacht, das ist jetzt für euch dann nichts Neues. Ich hab dir eben gesagt, wir haben, oder ich habe mich jetzt relativ lang mit diesem Thema schon beschäftigt, weil ich es auch schon vorher kannte und mich gefreut habe, dass es dann auch bei uns umgesetzt werden soll und muss. Bin halt nach wie vor ein bisschen traurig, dass es nicht schneller geht in der Umsetzung, aber gut. Aber wir haben jetzt dieses Ding mit Kabinett trocken, gab es bei uns 2009, glaube ich, den letzten. Und danach hieß der irgendwann Kabinett ganz klein am Rückenetikett. Ja. Und dann Törnischer Riesling vorne und dann war der Kabinett irgendwann weg und siehe da, hat kein Haar nachgedreht. So, den Kabinett hat irgendwo kein Mensch vermisst, also in dem Bereich. Ja. So, warum machen wir das Spielchen? Weil meiner Ansicht nach stärken wir den Begriff Kabinett im fruchtsüßen Bereich, wenn es nur noch ein Kabinett gibt. Und nicht drei. Und der Kabinett hat halt irgendwo, der ist dann festgelegt in seiner Süßeskala. Der darf dann laut Statuten Maxime zwischen 20 und ich glaube 55 Gramm liegen. Bei uns liegen die klassisch immer roundabout 40. Aber so weiß der Verbraucher, wenn da bei Ludwigs Kabinett draufsteht, habe ich einen fruchtsüßen Wein im Glas, der relativ leicht vom Alkohol ist und so weiter. Bei der Spätlese ist da halt noch mehr Fülle drin und so weiter. Und das halte ich für wichtig, dass wir diese alten Begriffe, wenn wir sie verwenden wollen, müssen wir sie mit Inhalt füllen. Ja. Und Inhalt ist für mich, es ist Riesling, es ist immer aus dem Steilhang. Also wir haben mineralischen Riesling mit Fruchtsüße, relativ leichtem Alkohol und also ein erkennbares, erklärbares Geschmacksprofil. Ich lerne, weil ich sage ja immer, ich gehe hier nie dümmer raus, als ich reingegangen bin. Das ist immer gut. Aber dieses Verständnis, ne? Also ich hatte eben, das hat nichts mit dem Wein. Ich habe schon viel guten, top leckeren Wein getrunken, da war das Etikett grauenhaft. So, aber ich finde so, wenn du jetzt Gäste hast, da hast Freunde aus Norddeutschland oder egal wo sie herkommen, das waren ja jetzt von dir eben gerade zwei Sätze. Dann war der Kabinett erklärt. Ja. So, und das finde ich, das reicht dann auch, um zu sagen, was wir jetzt da haben. So, und dann weiß der Bayer oder der Hamburger beim nächsten Mal, aha, Ludwig, kannst du kaufen, weißt du genau, was du hast. Und deshalb bin ich so ein großer Fan von dieser
ganzen neueren Systematik, also wie gesagt, so neu ist sie gar nicht. Sie ist schlüssig und sie ist stringent und ich sage, dass bei jeder Weinprobe ist der längste Block, ist halt dieses Gutswein, Ortswein, Lagenthema erklären. Da brauche ich am Anfang, das mache ich auch so lange, noch alle ganz nüchtern sind. Und dann sage ich, wenn ihr in 10 Jahren nochmal hier seid, brauche ich es euch nicht mehr zu erklären. Auch wenn ihr 10 Jahre Pause habt, weil es einfach ein schlüssiges Thema ist und es jeder versteht. Ja. So, und dann ist auch dieses Thema, dann wird es halt lang für viele, wenn dann die Kabinette später so aussehen. Aber wenn die dann wissen, okay, das ist jetzt nur noch süß und es hat halt einfach so ein, ja, im Endeffekt sind es für mich Markenbegriffe und zwar sehr wertvolle Markenbegriffe, die deshalb schützenswert sind, wenn sie halt mit Inhalt gefüllt sind. Wenn eben, damit es nicht so beliebig ist. Genau. Und der Kunde, der macht ja dann im besten Fall beliebig, schönen Gruß an Entschuldigung, ja, ich bin so. Du bist so durstig. Ja, inzwischen ja. Nee, nein, also lange Rede, kurzer Sinn. Erstmal ist das toll, mit jemandem dann wie dir darüber sprechen zu können, der sich nicht nur viel Gedanken gemacht hat, sondern behaupte ich jetzt einfach mal, dir angemerkt zu haben, der mit dem Herz auch dahinter ist. Das wird mir das öfter nachgesagt, ja. Also ich glaube, man macht sich die Mühen, Arbeit und sehr wahrscheinlich musstest du auch die eine oder andere Kritik einstecken, mit, wenn einem eh egal ist. Ja, das ist so, aber wenn man halt irgendwo eine eigene Meinung hat und die dann auch noch artikuliert und die dann auch noch vertritt, macht man sich nicht jeden Tag Freunde. Es sind halt auch viele, die es einfach so noch nicht gesehen haben. Wenn man es denen dann erklärt, dann sagen die, okay, ja, aber für mich schwierig, weil ich habe ja das noch. Aber ich glaube, da sind ganz viele Sachen, die sind endlich. Ich meine, wir haben auch angefangen hier mit einem Kundenkreis. Das waren ganz viele alternde Herrschaften. Was halt auch der ganz klassische Privatkundenmarkt halt immer ist und war. So, und denen brauche ich das eigentlich nicht mehr erklären, weil die sagen, Moment, wir haben das jetzt seit 50 Jahren oder 30 Jahren so getrunken, ja, das muss jetzt nicht mehr anders heißen für uns. Im Endeffekt hat sie aber auch meistens nicht gestört. Ja. So, du verlierst über solche Sachen immer irgendwo ein paar Leute, aber du gewinnst auch auf der anderen Seite meiner Ansicht nach schneller welche dazu. Und für mich ist es halt wichtig, dass wir endlich aus diesem Wirrwarr rauskommen, dass es irgendwo erklärbar ist und dass man irgendwo, wie gesagt, im Moment muss man mehr erklären, weil es ungesichtlicher ist denn je. Ja. Aber das Schöne ist, du erklärst es einmal und sitzt. Ja, deswegen, also ich bin ja selber, ich sag mal, Opfer geworden, weil ich dann auch versucht habe, dazu verstehen und wollte dann auch in den Gesprächen immer klug daherreden, aber irgendwann bei Riesling Hochgewächs, und da bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Ja, da gibt es ja relativ viele Bezeichnungen. Ja. Also so dieses Hochgewächs. Mein Vater hatte immer Hochgewächs, ja, und das war auch irgendwann toll. Das ist aber so für mich so ein richtig typisches 80er-Jahre-Ding, wo man gesagt hat, wir schreiben jetzt irgendwas drauf, was toll klingt, ohne den Inhalt reinmachen zu müssen. So, und man hat sehr viele dieser, meiner Ansicht nach, relativ faulen Kompromisse gemacht, wo man dem Verbraucher was vorgegaukelt hat. Verbraucher lässt sich aber auf lange Sicht nichts vorgaukeln. Es gibt auch heute noch sehr tolle Kollegen, die tolle Hochgewächse machen. Aber ich glaube, wenn das Hochgewächs da nicht mehr drauf stünde, würden die kein Fleisch weniger verkaufen, zu gut Deutsch gesagt. Es sind halt einfach so Verunsicherungen. Ich sage immer, wir haben jetzt Törnischer Riesling trocken. Hieß bei uns früher Törnischer Schießler Riesling Hochgewächs trocken. So. So. Die Törnischer Schießler kennt kein Mensch auf dieser Welt. Nee. Also zumindest ist sie nicht positiv besetzt. Zumindest das, was heute Schießler ist, nämlich das, was wir hinter uns sehen, die Ebene. Früher war übrigens der beste Teil in der Ritsch, war die Schießlei. Achso, hat sich dann gewandelt und es wurde dann... Deshalb hat man dann irgendwann gesagt, dann legen wir die Schießlei doch auf den Flur und dann haben wir nämlich schon wieder so eine schöne Verbrauchertäuschung. Ja, 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 das sind halt so schöne Sachen, die man dann irgendwann mal gemacht hat, aber ich glaube, wir haben so ein tolles Potenzial und wenn wir das richtig benennen und auch nur das so benennen, was halt wirklich auch dann diesen Inhalt erfüllt, dann machen wir es uns leichter. Und wie gesagt, Hochgewächs, Riesling, Klassik und so weiter, wird alles noch verwendet. Es ist auch alles nicht abgeschafft worden. Es kommt immer nur Neues dazu, weil immer noch irgendeiner sich an diesem Strohhelmchen festhält. Und ich, also damit ist auch, hat ja auch jetzt ganz praktisch zum Abschluss gedacht, finde ich, und das habe ich selber schon oft erlebt, bei mir, bei meinem Geldbeutel, was ich diesem Konzept sehr abgewinnen kann, ist, habe ich dann angefangen, mich dafür zu interessieren. Bin ich da rumgefahren,
Reinhard Werner, wer ein Kanzlerin, ein Kanzler. So, dann hat er dann geguckt und man wollte ja dann sich irgendwie auch schlau machen und sagt, oh, so ein GG. Und, so, dann hat man dann irgendwann auch die Preise gesehen und hat gedacht, oh, ich kann mir jetzt nicht nur GGs kaufen. So, ich finde, dieses Gutswein, Ortswein, Lagenwein ist halt für alle offen, auch für jeden Geldbeutel offen, dass ich immer noch gute Qualität bekomme und kann sagen, ich bleib beim Ortswein, ich hole Gutswein, ich hole mir mal einen Ortswein und für Weihnachten mal zwei Flaschen vom Lagenwein. Und oft hat mich das bei anderen komplexeren Bezeichnungen abgeschreckt, weil du wusstest nie, oh Gott, wenn da jetzt das und das draufsteht, brauchst du gar nicht zu gucken, ist eh viel zu teuer. Und dieses macht das auch preislich irgendwann mal klar. Das ist ja dann halt irgendwo ein Thema, wo wir dann auch hinwollen, dass du in der Pyramide auch eine ganz klare Hierarchie drin hast und für jedes Budget dann wahrscheinlich irgendwo was dabei ist, wo der Kunde sagen kann, nee, da brauche ich jetzt nicht hin, ich bleibe in dem Bereich. Ja, eben. Und dann ist dann wieder ein schöner Spruch, den ich auch gelernt habe in den Interviews, die Best Flash Wein ist die Verkauft Flash Wein. Immer wieder, ja. Immer, ja, und wenn es zum Kaufen animiert und auch Klarheit und Struktur reinbringt, dann ist es auch gut, wenn der Gutswein verkauft ist und müssen ja nicht immer nur solche Weine verkauft werden. Es ist gut, wenn sie verkauft werden, aber die Kundschaft ist ja vielfältig. Ja, es ist einfach immer wieder ein Thema. Du hast eben gesagt, du machst ja auch nicht nur Freunde damit. Wir haben im Weinbauverband über diese Sachen wunderschön diskutiert. Ja, und wie gesagt, wenn du dieses Thema vernünftig aufbauen willst, muss es halt irgendwann sein, dass ein Lagenwein weniger Ertrag haben darf. Wenn ich jetzt in die Ritsch gehe und da meine 12.500 Liter, die ich an der Mosel ernten darf, mache, dann kommt halt alles raus, aber mit Sicherheit nicht das, worauf ich Lagenwein schreiben würde. Gab es dann halt auch ein paar Kollegen, die gesagt haben, Thomas, du kannst uns das aber doch nicht verbieten. Ich verbiete es sowieso nicht, aber das System an sich wird halt erst dann schlüssig, wenn man halt irgendwo sich selbst auch ein bisschen beschränkt. Ja. Aber dann lass doch die 12.500 Liter, sonst haben wir doch da und dann dürfen wir weniger Wein und du greifst uns in den Geldbeutel rein. Und haben gesagt, das ist irgendwann so, wie wenn Mercedes jetzt morgen sagen würde, wir machen nur noch A-Klasse. Ja. Und auf 5% der Autos schreiben wir eine S-Klasse einfach drauf. Der Inhalt ist der gleiche. Halt, wir schreiben das drauf. Aber wir schreiben halt einfach dann was anderes drauf und dann ist das auch egal. Das ist eigentlich das gleiche, als wenn wir jetzt wirklich bei allem. Jetzt kommst du doch wieder, bevor ich dich jetzt hier ganz verhafte, aber das solltest du noch sagen dürfen und auch sagen müssen. Es gibt noch Sekt im Hause Ludwig. Ja, es gibt. Das sollten wir noch einmal zum Abschluss schön thematisieren. Es gibt Gerüttel. Genau, es gibt sehr gerne im Hause Ludwig auch Sekt. Ja, war im Endeffekt ein Thema, was meine Eltern in den 80er Jahren angefangen haben, wie relativ viele. Wir haben nur irgendwann gesagt, wir machen die Sektproduktion zu Hause. Füllen das hier ab mit Zusammenarbeit mit der Firma Kirsten oder heute Liebig. Und der Bernie berät uns da ganz gerne auch ein bisschen. Wir sind jetzt da auch ein bisschen vielleicht innovativ geworden. Es gibt jetzt relativ neu bei uns ein Sauvignon Blanc Sekt, es gibt einen Rosé Sekt, einen Pinot und einen Riesling. Also Thema ist bei uns schon recht groß geschrieben. Ja. Wir legen auch Wert darauf, dass dann alles 18 Monate Hefelagerzeit hat und im Endeffekt hier bei uns im Haus passiert. Das wird auch sehr bewusst gemacht. Früher haben sie oft gesagt, wenn der Keller gekehrt werden soll, dann gucken wir, dass es irgendwie zusammenpasst und dann machen wir aus dem Rest Sekt. Das machen wir heute sehr bewusst, dass wir halt dann von der Ernte her auch mit bei den Pinots und beim so wie mit Ganztraubenpressung rangehen und also in diesen Cremant-Bereich auch gehen. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren nochmal deutlich verändert und angepasst. Aber Sekt ist halt immer ein schönes Thema. Ja. Wir trinken hier auch leidenschaftlich gerne Sekt und von daher kann man da auch den eigenen Durst abhelfen bei. Du hast aber ein Thema eben noch gehabt, das Handwerk. Handwerk, das wir haben unterschlagen. Ja, und wir haben zweimal ausgewichen. Genau. Handwerk. Ja, also das ist bei mir tatsächlich auch so ein Thema. Mich beschäftigt das Ding, dass wir in Deutschland eigentlich keine Unterscheidung haben zwischen industriell erzeugten Weinen, die für kleines Geld im Supermarkt stehen, und zwischen den handwerklich erzeugten Winzerweinen. Jetzt mag der ein oder andere grinsen, weil wir halt auch im Handelsbereich teilweise aktiv sind, aber ich wollte es halt für uns auch unterscheidbar machen und habe irgendwo gedacht, es ist eigentlich ein schönes Ding, wenn man tatsächlich diesen uralten, wunderbaren Begriff Handwerk nutzt, um darauf aufmerksam zu machen, wenn es die Leute auch nur auf der Weinliste lesen oder hier oder da mal im Weinregal oder im Weinhändler sehen,
Handwerk kommt vielleicht der ein oder andere dahinter, dass Weinmachen eigentlich auch ein Handwerk ist. Weil wir haben im benachbarten Ausland gibt es halt über irgendwelche Geschichten, wo man darauf hingewiesen wird, dass es ja, Erzeugerweine sind, dass die Leute auf ihrem eigenen Land ihre eigenen Trauben und damit ihre eigenen Weine produzieren. Und da findest du in Deutschland eigentlich gar keine Möglichkeit, es zu unterscheiden. Du kannst es, wenn du ein bisschen dich auskennst am Etikett, wenn da Gutsabfüllung draufsteht, aber frag 100 Leute, es wissen ja, keine drei. Also ich glaube eigentlich eher keine zwei. Ja, und das war halt für uns ein Thema, wo wir einfach mit einem simplen Etikett das nach außen darstellen wollen, dass es handwerklich vom Winzer mit Liebe gemachte Träubchen sind, wo dann auch tatsächlich wieder alte Methoden der Weinbereitung eingesetzt werden. Also zu gut Deutsch. Also wir haben bei uns drei Weine in der Handwerkslinie. Das ist einmal ein Sauvignon Blanc und einmal ein Weißburgunder und ein Riesling. Sauvignon Blanc und Weißburgunder werden Maische vergoren, also so wie ein Rotwein, entrappt, Maische vergoren. Also ganz traditionelles Ding und ganz traditionelles Thema. Ja, quasi ohne Einsatz von Schwefel und am Holzfass ausgebaut. Ja, ein bisschen machen wir nachher drauf. Ja, ich habe es einmal ganz ohne, das war auch nichts, aber... Ja. Ja, mit marginalem Einsatz und das sind halt Specials, das sind dann so die sogenannten Orange-Wein-Geschichten im Endeffekt. Spannend, gefällt nicht jedem. Wir haben das im skandinavischen Markt relativ stark und die Dänen fahren da voll drauf. Dänemark hat richtig Bock drauf irgendwo, oder gibt es in Kopenhagen gibt's eine große Szene. Ja, und der Riesling ist dann auch ein Wein. Wir sind normalerweise, bin ich der Meinung, Riesling und Holz muss nicht unbedingt sein. Wir haben aber heutzutage andere Formen von Riesling. Wenn ich jetzt im Berg teilweise gucke mit heute kleinbärigen Klonen, dann habe ich kerngesunde Rieslinge mit 100 Grad Öxle. Das gab es früher einfach ganz schlicht und ergreifend nicht. So, was mache ich mit solchen Weinen? Also ich kann nicht so viel süße Spätlese und Auslese. Die geben es dann auch nicht her, wenn die dann noch kerngesund sind. Also geht das in den großen Gewächsbereich rein und da arbeiten wir dann auch mit Holz. Und das Holz gibt dem irgendwann auf kurz oder lang einfach mehr Struktur, gibt dem einfach noch eine Phase hinten dran, wo du einfach sagst, fürs Altwerden, fürs Reifen ist das ein cooles Thema. Deshalb ist das auch in dieser Handwerklinie. Also Handwerklinie hat gemeint, dass alles in Barrix bzw. Tonneaus ausgebaut wird. Die beiden Nicht-Rieslinge dann halt noch Maische vergoren. Riesling, Maische vergoren bin ich kein Problem. Das war halt damals auch die Idee dahinter, dass wir ein komplett anderes Etikett haben. Wie gesagt, das Wort Handwerk recht markant. Ja. Wir haben uns erlaubt, dieses Handwerk-Logo zu übernehmen und Traube und Fass reinzuarbeiten. Schön. Erhaben. So, ja. Also auf diesem Aufdruck. Genau. Ja, ja, das ist. Ein Sauvignon Blanc. Genau, jetzt haben wir den Sauvi aus 20. Dann sagt man Sauvi, der andere sagt Cabi. Ja, das ist so. Aber vom Geruch her direkt. Das ist das Interessante an der Sache, was mich jedes Mal bei diesem Wein fasziniert. Weil du sagst ja eigentlich, wenn du ein Sauvignon Blanc, wenn du den nicht komplett reduktiv ausbaust, dann hast du diese Pyrazine nicht mehr und hast das Sauvi-Aroma nicht mehr drin. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Also das hat so viel Sauerstoff gesehen im Ausbau. Wie gesagt, Trauben werden entrappt. Es ist genau wie Rotwein, wie bei uns gemacht. Gärt dann irgendwann spontan an. Und auf eine Maischegärung wird genau wie ein Rotwein untergestampft. Und irgendwann nach 3-4 Wochen wird es halt abgepresst. Wandert dann direkt ins Holzfass rein. Und bleibt dann da liegen, bis wir irgendwann sagen, jetzt kann es gefüllt werden. Und das ist jetzt... Das ist 20er. Das ist schöne Thema, wenn du den temperiert im schwarzen Glas hast, bin ich mir sicher, in der Blindprobe würden 90% plus den als Rotwein verkosten. Hast halt die Struktur vom Roten drin, du hast die Struktur von den Tanninen drin, von Gerbstoffen drin. Ist kein Everybody's Darling, ist jetzt auch nicht der Wein, wo du abends sagst, da setzen wir uns hin. Mhm. Also wir sind mit dem eben schon erwähnten Nachbarn eigentlich immer der Meinung, es gibt zwei Sorten von Weinen. Bei dem einen machst du die Flasche auf und irgendwann ist die Flasche leer. Einer steht unbemerkt auf und holt und die nächste. Du redest über irgendwas. Ja. Die andere Sorte Wein ist die, du machst die Flasche auf, es
sitzt ehrfürchtig vor der Flasche und machst, bis die Flasche leer ist, redest du über nichts anderes als über die Entwicklung dieses Weines oder über das, was einfach da im Glas passiert. Und das hier ist mit Sicherheit einer von letzteren. Definitiv, aber also hiermit bin ich sehr froh, aber ich bin damit auch im positiven Sinn überfordert, weil damit kann ich jetzt, also ich finde das geil, aber ich kann damit jetzt nichts anfangen. So wie du sagst, wenn du der Plint jetzt trinken würdest, der hat eine ganz andere. Oh Mann, ey. Das war jetzt schwierig, Mats. Das so zu schaffen. War ja kein Platz im Hof. Ja, aber das ist halt so der Punkt. Das Schöne ist, wenn du bei ganz vielen erstmal so, boah, was ist denn jetzt? Aber deshalb haben wir ja auch da die komplett andere Linie. Das ist dann, glaube ich, grafisch jetzt auch so gestaltet, dass es anspricht und dass man allein schon mal neugierig wird. Aber ich sage immer, es ist so ein bisschen warnendes Etikett, es hat halt mit normal Ludwig nichts zu tun. Ja. Hier mein Grafiker hat damals irgendwann geschrieben, fand ich einen ziemlich coolen Satz. Wenig Ludwig, aber viel Thomas. Okay. Also weil es halt schon auch sehr eigenwillig ist und es ist kein Everybody's Darling, brauchen wir gar nicht schönreden. Aber das ist dein, aber weil du sagst viel Thomas, das ist dein Ding. Also das war ja gut, mir wird manchmal auch nachgesagt, dass ich manchmal auch ein bisschen eigenwillig sein kann. Hätte ich jetzt nicht gedacht bei deinem Engagement. Nein, Quatsch, aber jetzt, weil du hast mir eben auch in der Karte gezeigt, hiermit hebst du dich bewusst ja von deiner normalen Linie genau. Aber das ist trotzdem, wie dein Grafiker gesagt hat, bist du, das ist deine Art auch Wein zu machen. So was willst du auch machen. Neben dem anderen. Genau, das ist ja halt, du willst ja auch ein bisschen, sonst wird es ja langweilig werden als Winzer. Man will ja ein bisschen Spielwiese auch haben. Ja. Nee, langweilig wird es uns tatsächlich eigentlich nie, aber das war einfach so ein Thema. Hat mich interessiert, finde ich auch immer noch faszinierend. Ja. Ist halt komplett ein Ding, was nebendran läuft und ja, hat deutlich auch seine Freunde. Ja, und dieses Handwerk, hast du eben schon erklärt, das heißt aber auch für uns Laien, diese Prozesse, die du eben beschrieben hast, das ist halt alles von Hand. Die Maischegärung, Unterstamm, das wird alles mit diesen Armen oder den Armen von deinen Kollegen, Mitarbeitern gemacht. Genau. Das ist wirklich dann. Das ist dann halt ja auch, du musst ja dann auch irgendwo authentisch bleiben und da muss auch ein Inhalt in diesem Begriff stecken, sonst wird es ja halt ein bisschen albern. Wie indiskret gefragt, aber steckt viel Arbeit dahinter, Hirnschmalz dahinter, ganz bewusste neue Gestaltung. Ist das ein Renner hier im Weingut oder sind das so Nischendinge, wo du sagst, das ist für dich? Das ist die Nische, wurde irgendwann gesagt, dass wir machen das jetzt. Ob man das jemals verkauft, ist dann die andere Frage. Tatsächlich ist es so, wenn wir heute an unsere Weinhändler irgendwas rausschicken, ist eigentlich immer auf einer Palette hier eine Kiste, da eine Kiste. Also die Händler finden das halt auch cool, weil die natürlich auch ihr Sortiment oder ihr Portfolios up to date halten wollen. Und da verkaufen die auch nicht die Welt, aber es ist halt immer so, dass die danach gefragt werden und dass das dann auch ganz gut ankommt. Also wir haben es jetzt bei uns, dieses Orange-Wine-Thema ist halt ja manchmal so ein bisschen negativ besetzt inzwischen, weil es wirklich manchmal Sachen gibt, da musst du echt dich anstrengen, um noch irgendwas önologisch Wertvolles herauszufinden. Ja. Wir haben damals gesagt, wir machen so ein bisschen Orange-Wine für Einsteiger-Thema. Schon alles komplett beim Wort genommen, aber wir gehen halt ein ganz simples Thema am Anfang, wenn wir unsere Maischegärung anfangen, die gärt ja nicht. Und dann hast du halt, wenn du das einfach so offen stehen lässt, dann hast du schon mal deinen ersten Satz an Essigsäurebakterien drin, bevor du überhaupt auch nur ein Milligramm Alkohol gebildet hast. Wir gehen da ganz schlicht und ergreifend hin, stellen die offenen Bütten, decken wir ab und stellen sie unter den Tank, der gärt, leiten mit einem Rohr, ganz einfach, so ein 50er KG-Rohr, leiten wir Gärgase da drauf, sodass du halt unter Sauerstoffabschluss sitzt und dann hast du halt deine Essigfliegen schon mal raus, also deine Fruchtfliegen und dann hast du halt, es stinkt nicht nach Essig, bevor es anfängt zu gären. Das ist halt schon mal so ein Schritt, wo du dann auch, es wird dann auch von der Konsistenz her und es ist halt immer noch als Wein deutlich zu erkennen. Man muss jetzt nicht stundenlang dran riechen, um da irgendwas Schönes rauszufinden. Also das ist halt so, wie gesagt, so ein Orange Wein für Einsteiger war. Das ist halt, glaube ich, jetzt ganz ohne Geschnörkel und auch ob oder mit oder ohne Kamera ist mir jetzt auch egal, aber
ich bin überzeugt davon, wir müssen das erhalten, was die Mosel ausmacht. Und das sind halt nun mal die Steillagen. Wir kriegen die Steillagen am besten damit erhalten, indem wir so positiv rausstellen. Und wir müssen aber auch in den Steillagen so gucken, dass wir halbwegs konkurrenzfähig arbeiten können. Dass wir nicht mit 250 Arbeitsstunden ever dahin kommen, das ist uns auch bewusst. Das kann auch nicht sein. Wir brauchen auch heute nicht mehr rumlaufen und zu sagen, wir haben doch so viel Arbeit und so viel Schweiß, bezahlt uns mehr Geld dafür. Nee, du musst es positiv, im besten Falle mit ein bisschen Humor, angehen und sagen, Steillagen sind was Cooles, was Geiles, was Einzigartiges und sie schmecken auch anders und du kannst davon profitieren. Kostet aber auch ein anderes Geld. Ja. Ist bei der Handwerksgeschichte auch so, die ist auch deutlich teurer als die anderen Sachen. Ist aber auch special und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir uns Specials vernünftig bezahlen lassen können und dass die Leute das auch schätzen. Und das kriegen wir nicht mit Mitleid hin, sondern nur mit guter Qualität. Ja, und deswegen können wir das jetzt auch, glaube ich, weil du gerade sagst, ein bisschen Humor. Ich denke jetzt gerade an ein T-Shirt, was der Kollege Ludes letztens getragen hat, das sage ich jetzt mal nicht, aber ich sage jetzt einfach mal, du schreibst ja auch hier auf unseren Hintergrund Be Rich, also da gehört auch der gesunde, positive Humor dazu, sowas auch cool, modern rüberzubringen. Ist, glaube ich, ein Ansatz. Ich fand dieses Thema Be Rich irgendwann ziemlich cool. Ich kann dann, glaube ich, jetzt auch die ganze Herkunft machen. Ich war irgendwann in Berlin. Meine Frau ist Berlinerin, also bin ich relativ häufig in Berlin. Und in Berlin gab es irgendwann diesen Slogan, oder gibt es auch nach wie vor, Be Berlin. Ja. So, und ich fand das ziemlich cool. Und dann sitzt du halt 7 Stunden im Auto und hörst dir irgendein Hörspiel an und dann irgendwann machst du dir auch einfach Gedanken. Und dann kam so, Be Turnig, ist ja auch ein bisschen blöd. Ja. Und dann kam irgendwann Be Rich. Ich dachte, Moment mal, was denn jetzt? Ja, ist doch eigentlich ist das gut. Das habe ich jetzt irgendwie 5 Jahre vor mir hergetragen und habe dann irgendwann meinem Grafiker das am Telefon gesagt. Er hat gesagt, Stefan, was würdest du davon halten, wenn wir das so ein bisschen als Claim vom Weingut machen würden? Weil die Törlicher wollten es irgendwie nicht. Ich habe es tatsächlich in der Gemeinde mal vorgeschlagen. Okay. Lass uns doch Be Rich machen. Vielleicht hat es keiner verstanden, ich weiß es nicht. Und Stefan auch zuerst Be Rich, aber Tom, das will doch jeder sein. Ja. Habe ich gesagt, aber nicht mit TSCH. Und er so ratter, ratter, ratter. Da musst du auch überlegen. Eigentlich ist das geil. Wieso haben jetzt meine Kunden bessere Ideen als ich? Ja, weil er fand es dann irgendwie so richtig gut und wir haben dann auch direkt gesagt, da müssen wir jetzt nicht lange drüber nachdenken, das werden wir umsetzen. Ja, wir haben es jetzt für uns als Weingut mal genommen. Ja. Ich würde mich freuen, wenn in Törnig oder auch in anderen Dörfern, wo man Rich anbaut, wenn es einfach andere Leute mitmachen würden, weil ich glaube, ist es einfach ein simpler und netter Claim. Jeder, der es sieht, er weiß, brrrt, das macht relativ schnell. Ja, aber es kommt ja relativ schnell. Ja, es ist jetzt nicht zu kompliziert. Ne? Und vor allem, wenn man dann hier ist und man hat diese ganze Thematik vorher gehabt. Aber komm, da waren wir zum Abschluss, stoßen wir noch einmal an. Und ich bedanke mich erstmal für deine Zeit. Ja, ich hoffe, dann, das war so ein bisschen informativ und hat dich ein bisschen weitergebracht. Ein bisschen informativ. Das ist gut. Wunderbar. Vielen Dank. Cheers. Dann können wir das nämlich nachher so zusammenbasteln. Aber jetzt mal. Mal das Tier. So.